Frau Argat, schön, dass wir uns zum Interview treffen können. Danke Ihnen, ja, ist schön. Genau. Wollen Sie sich mal kurz vorstellen und Ihre Geschichte erzählen? Ja, gerne. Also, ich bin eigentlich Rechtsanwältin für türkisches Recht, aber seit 6 Jahren lebe und arbeite ich in Berlin. Am Anfang habe ich als Rechtsdienstleisterin gearbeitet in Berlin. Aber dann habe ich ein Baby bekommen. Nach der Elternzeit habe ich entschieden, alle meine Energie und Zeit an meine künstlerische Arbeit zu widmen. Und dann habe ich mit diesem Projekt angefangen. Ich bin aus Mitte. Und jetzt bin ich nur als Autorin und Kuratorin tätig. Was für ein Wechsel. Ja. Und Eigentlich, also seit Jahren schreibe ich Geschichten. Es gibt auch einen Roman von mir, ein Krimi-Roman, schon in 2018 veröffentlicht wurde. Mein zweites Roman ist schon soweit zu erscheinen super. lassen. Ja, außerdem gibt es auch weitere Schreibwerkstätte, sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, die ich gerne durchführe, online natürlich in dieser Corona-Zeiten. Ja, Autorin bin ich schon eigentlich seit ewig, Ja. aber nicht mehr Rechtsanwältin. Und wie kamen Sie in das Projekt Mumm? Ja, wenn ich mich nicht irre, in einer Internetrecherche habe ich das gesehen. Also das war vor 100 Jahren oder so. Also ich war zu Hause mit meinem Baby und ich wollte irgendwie was machen, meine Sprachkenntnisse verbessern. Und dann, ja, im Internet habe ich das gefunden, über Instagram vielleicht oder Facebook, das weiß ich noch nicht mehr. Dann habe ich mit Liebe Berlin ein Telefonat gemacht und dann mit viel Freude habe ich die ersten Termine, Online-Termine verfolgt. Aber dann kamen diese Ideen, Kulturarbeit, Kulturprojekte, Ideen und dann konnte ich leider den gesamten Kurs oder das Programm nicht beenden. Aber trotzdem waren diese Zeiten sehr spannende Zeiten für mich mit ganzem Team. Ja, okay, und was haben Sie jetzt gerade für ein aktuelles Projekt? Neulich haben wir eine Ausstellung eröffnet, nämlich am 17.11. Gab es die Vernissage. Es geht um die weibliche Migration aus der Türkei nach Berlin-Mitte. Das Projekt läuft immer noch. Es ist ein Videoreportagenserie oder eine Reihe, kann man vielleicht sagen. Wir nehmen Videos auf mit den Frauen. Also ich interviewe die Frauen auf Türkisch. Und es gibt auch deutsche Untertitel oder Dechiffrierung auf Deutsch. Und wir haben auch eine Webseite aufgebaut für dieses Projekt. Und dort zeigen wir alles, Videos, Fotos und erzählen diese weibliche Geschichte. Sehr gut. Und warum liegt Ihnen das Projekt am Herzen? Warum haben Sie das gestartet? Ja, erstens, weil ich auch eine Migrantin bin und ich kenne natürlich die Probleme sehr gut der Migrantinnen in Berlin. Nicht nur Probleme, sondern es gibt natürlich auch positive Besonderheiten in der Migration. Es hängt davon ab eigentlich, wie Sie die Sache sehen oder betrachten. Und ich wollte alles
herausfinden, also was die Migrantinnen gerne erzählen möchten. Und ich versuchte, eine Plattform zu schaffen, in der diese Frauen sich noch ein bisschen freier äußern können. Alle diese Teilnehmer haben selber Migrationserfahrungen. Also die sind nicht hier oder die wurden nicht hier geboren. Ich wollte einfach unsere Stimme übertragen. Ja, was hat Ihnen an den Geschichten besonders, was hat Sie besonders bewegt oder was ist Ihnen besonders aufgefallen? Gab es irgendwelche Verbindungen, Sachen, die sich wiederholt haben oder so? Ich würde sagen, dass besonders die erste Generation, also die in den 70er Jahren nach Berlin, nach Deutschland gekommen sind, hatten wirklich ein großes Problem mit der Sprache. Mhm. Weil sie die Sprache nicht beherrschen können, hatten sie wirklich sehr große Schwierigkeiten. Ich meine nicht nur Integration, sondern sie beschweren sich immer, dass sie ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen konnten. Sogar für die kleinsten Dinge konnten sie sich nicht äußern. Und sie bedauern sehr, dass sie nicht Deutsch lernen konnten, aber sie betonen auch immer wieder, dass damals niemand sie unterstützen hat und damals gab es nicht so viele Möglichkeiten, um Deutsch zu lernen. Es gab natürlich Kurse, sagen sie, aber weil sie sehr intensiv arbeiten mussten, hatten sie keine Chance, solchen Kursen zu besuchen. Und also meistens wussten damals auch nicht, dass es ein Kita gibt, zum Beispiel. Sie hatten keine Ahnung, weil damals konnten sie nicht so viele Beratungsstellen finden, wo sie sich beraten lassen, also wie sie weiterarbeiten können oder wie die Kinder betreut werden können oder wo sie Deutsch lernen können. Sie kannten damals nur ihre Chefs oder Arbeitgeber und diese Arbeitgeber sagten immer, arbeiten, arbeiten, arbeiten und diese armen Frauen hatten keine weiteren Möglichkeiten. Aber ich muss das auch sagen, dass es auch andere Frauen damals gab, also die noch ein bisschen jünger waren und ganz alleine nach Deutschland gekommen sind, um Geld zu verdienen, also ohne einen Mann. Ganz alleine. Und die waren vielleicht noch ein bisschen, die hatten noch ein bisschen vielleicht mehr Glück. Die konnten, die hatten vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für sich selbst. Und die konnten Deutsch lernen, vielleicht weitere Ausbildungen gemacht und so weiter. Das war vielleicht das der Ausgangspunkt des Projektes für mich. Mhm. Und denken Sie jetzt, die Unterstützungsangebote haben sich also verbessert im Laufe der Jahre? Natürlich, schon verbessert, aber immer noch nicht genug, denke ich. Okay. Das heißt, was würde jetzt noch fehlen, meinen Sie? Also haben Sie auch Frauen, die jetzt später gekommen sind als die 70er, 60er Jahre interviewt? Ja, ja. Und haben deutlich andere Geschichten. Die hatten natürlich, die haben andere Geschichten, aber trotzdem, es gibt auch Ähnlichkeiten. Ich kann auch über mich sprechen. die neue Generation sind noch ein bisschen mehr offen für Neuigkeiten. Die meistens sind berufstätig zum Beispiel. Die meistens können schon ein bisschen Deutsch. Und schon sehr gut Englisch, aber trotzdem brauchen mehr Unterstützung, mehr Akzeptanz. Mhm. Unterstützung finden sie vielleicht,
aber nur in manchen Stellen oder in bestimmten Orten. Aber die Gesellschaft, also man nennt eigentlich heute diese Gesellschaft von Berlin als postmigrantische Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss endlich diese Frauen akzeptieren. Also die sind Migrantinnen, die können schon sehr gut arbeiten, gute Leistungen verwirklichen, aber die haben nicht immer geeignete Möglichkeiten oder Chancen oder ja, die nicht kein genug Unterstützung. Und was denken Sie, ist nochmal speziell die Frauensicht darauf? Also das sind ja jetzt nur Frauen, die Sie genommen haben. Warum haben Sie nur Frauengeschichten ausgewählt? Weil bis heute haben wir nur die männliche Migration gehört und von den Männern. Ja, Migration ist eigentlich eine weibliche Geschichte. Männer migrieren nicht alleine. Oder wenn sie doch alleine migrieren, aber trotzdem, dann kommen die Frauen auch nach. Oder sie finden eine Frau, wo sie migriert sind, wohin sie migriert sind. Und deswegen meine ich, dass Migration eigentlich eine weibliche Geschichte ist. Und außerdem, es gibt auch Stereotypbilder in den Köpfen, Vorurteile, dagegen wir immer wieder erkämpfen müssen. Wenn man an eine Türkin oder eine Frau aus der Türkei denkt, fällt immer ein Bild ein, okay, eine Frau, eine traditionelle Frau, die gerne ein Kopftuch trage, die immer zu Hause bleiben muss, die nur Kinder erzieht und so weiter. Aber es ist nicht so. Das ist nicht falsch, aber da fehlt noch eine Information. Diese Realität, also diese Unterschiede in der türkischen Community, das eigentlich nicht so homogen ist, das wollte ich zeigen. Ja. Deswegen. Die Vielfalt. Schön. Und wie war das, diese Ausstellung zu organisieren während Corona? Haben Sie da Schwierigkeiten gehabt? Wo ist die zu sehen und wie lange ist sie noch zu sehen? Wir haben alles online vorbereitet, alle Plakaten, alle Bilder, alle Grafikarbeit. Aber wir hatten vielleicht da ein bisschen Glück. Am 17.11. War diese Covid-Zahl nicht so hoch. Wir haben eine erfolgreiche Vernissage gemacht. Und die Ausstellung bleibt bis 13. Februar noch im Mitte-Museum besucht werden. Und ja, Mitte-Museum ist Parkstraße, in der Parkstraße. Das passt natürlich sehr gut auch an die Bedeutung des Projektes. Ich bin aus Mitte. Das ist ein regionales Museum. Noch ein bisschen Zeit haben die Besucher. Übrigens kann man auch weitere Informationen über das Projekt auf der Website des Projektes erkundigen. Also www.kultur-online.berlin. Das war sehr, ja, das ist noch ziemlich eine neue Website, deswegen habe ich den Namen noch nicht auswendig gelernt. Super, das heißt, haben Sie auch parallel noch eine Webseite dazu erstellt zu der Ausstellung? Genau. Und Instagram-Account haben wir auch und das Projekt läuft immer noch. Wir freuen uns auf jeden Besuch und auf jeden neuen Teilnehmer in. Wir möchten gerne weitere Geschichten verfilmen und weitererzählen.
Wenn die Teilnehmenden einverstanden sind, dann zeigen wir ihre Videos auch auf der Website oder in der Ausstellung ebenso. Die Teilnehmenden können auch selbst ihre Filme aufnehmen und zu uns schicken. Oder vielleicht die Geschichten von ihrer Omas, Mutter, Tanten, Nachbarn, ja, alles Mögliche. Sehr gut, also ein wachsendes Projekt. Ja. Sehr schön. Mhm. Ja, dann sage ich vielen Dank für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.